Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ihr auch die Schnauze voll? Ich kaufe mir den billigsten CL, ich kaufe den billigsten AMG, ich kaufe den billigsten Porsche, ich kaufe den billigsten Golf und so weiter. Ihr kennt die Geschichten. Hat einer den billigsten AMG gekauft? ML? Wer war das? Was steht hier bitte? Zero! Für die Leute, die in Englisch nicht aufgepasst haben. Ja, 0 Euro. Ich habe ein Auto bekommen, 0 Euro. Ich erzähle kurz die Geschichte. Hier erstmal einen fetten Gruß an Patrick und an Pio. Das Auto, was ihr gleich sehen werdet, habe ich 10 Jahre selber gepflegt. Das heißt, ich hatte den 10 Jahre gehabt. Ich habe den immer betreut. Auto war auch super. Der Typ hat das auch gepflegt. Dann hat es sein kleiner Bruder bekommen. Dann so an die Mutter weitergegeben. Und die hat damit gefahren. Die war irgendwo in Bochum. Auto ist stehen geblieben. Ist nicht mehr angesprungen. Es hörte sich an wie keine Kompression. Sofort dort, wo die liegen geblieben sind, war eine Werkstatt, dorthin haben sie abgeschleppt. Der Typ hat genau 3 Wochen den Wagen angeschaut, hat den Fehler natürlich nicht gefunden. Hat der liebe Patrick und der Pio mich angerufen und gesagt, Yunus, weißt du was, wir wollen den Wagen gar nicht verkaufen. Du kennst den Wagen doch, du machst doch YouTube und verrückte Sachen. Das Auto wird doch super dir stehen für ein Projekt. Da habe ich gesagt, ey Bruder, gerne, cool, ich fühle mich geehrt. Und gesagt, das Auto kannst du haben, hol das Auto nur ab. Das heißt, hingegangen, Auto abgeholt, Auto hier hingebracht und ihr seht jetzt, was für ein Auto das ist. Da ist das Auto. Ja, es ist ein Audi A3 Sportpack. Es ist der 8P, 140 PS, 2 Liter TDI. Für 0 Euro habe ich bekommen von Patrick, von Pio. Hier nochmal Dankeschön. Und ich möchte auch keine Kommentare lesen. Ist der doof? Die wissen natürlich, dass das Auto ein bisschen Wert hat. Nein, die haben mir das einfach nur geschenkt. Das sind gute Kollegen und die haben gesagt, Yunus, mach einfach ein geiles Projekt daraus. Dankeschön nochmal hierfür. Wie sieht das Auto? Wir haben hier einmal 17 Zoll originale Felgen. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Parapol sind es nicht. Wir haben hier einmal Xenonlicht und Kurvenlicht. Özgür, wusstest du das? Nein, was wusstest du nicht? PDC, hinten hat der, vorne hat er keine. Wir haben den großen Grill. Ich glaube, den habe ich sogar eingebaut gehabt damals. Auf jeden Fall, weiß ich nicht mehr, ob ich das nochmal eingebaut habe. Ich glaube aber schon. Weiß nicht. Patrick, habe ich den eingebaut gehabt damals? Wir haben hier einmal Bildstein, Fahrwerk drunter, richtig geiles Fahrwerk, lässt sich auch richtig geil fahren. Wir haben noch vor kurzem noch, was haben wir gemacht? Ne, ihr müsst euch vorstellen, Inspektion jedes Jahr durchgezogen. Letztes Jahr noch, glaube ich, Partikelfilter ist nagelneu drunter. Wir haben Bremsen vorne, hinten drunter, Zahnriemen wurde gemacht und. Man gehört ja Patrick, das Auto hat den Wagen einfach nur gepflegt und gehegt. Innenraum, wir haben Sportsitze und ja, es ist nicht sauber, es ist wieder ein Fall für den Werner. Xenon, MFG, für die Leute, die es nicht wissen, Multifunktionslenkrad. Dann haben wir einen schönen Navigation Plus mit Navigation natürlich. Der hat sogar mit Karte, ja hat er. Hier haben wir nochmal einen CD-Wechsler mit Kartenanschluss und. Das Ding ist einfach nur perfekt. 6 Ganggetriebe, 5 Sitzer, natürlich auch 5 Türen. Das Auto ist eigentlich super gepflegt. Wir haben keine Beulen, so gut wie keine Beulen. Kratzer und so haben wir natürlich ein bisschen da. Ist klar, kein Neuwagen. PDCs funktionieren auch. Bremsen sind neu. Hier nochmal schöne Grüße an Werner. Ja, die Mutter von Patrick hat einen Hund. Das heißt, die haben hier Hundehaare. Leider. Aber so sieht der doch geil aus. Was sagst du, Özgür? Wie sieht der so aus? Tja, wenn das kein Projekt wäre, hätte ich den gerne genommen. Ja, also ich finde auch perfekte Tieferlegung. Das sind die Winterreifen so nebenbei. Die 18 Zoll oder 19 Zoll Sommerfelgen hat der natürlich behalten. Die will er natürlich separat verkaufen. Aber ich finde ihn geil. Ich finde den auch so schön. Schönes Auto. Schönes Auto. Ist ein Sportpack? Definitiv. Ja? Nicht. Nein, S-Line ist es nicht. Ihr wird natürlich jetzt fragen, was macht der Kfz-Fuzzi mit dem?
Ja, das werden wir uns anschauen. Wir werden den erstmal zum Laufen bringen, weil der läuft gar nicht. Brauche ich euch jetzt gar nicht auch nicht zeigen. Das hört sich an, als hätten wir keine Kompression. Das heißt, wir werden den erstmal zum Laufen bringen und dann werden wir gucken. Vielleicht einen größeren Turbo. Natürlich sollt ihr auch mitentscheiden, was wir damit machen wollen. Ne? Ist klar. Aber erstmal muss er laufen. Wir bringen den zum Laufen. Würde ich euch empfehlen, einfach nur just for fun. Wie viel PS hat das Ding? Hier schöne Grüße an Mitje, weil der Mitje hat ja bald seinen Prüfstand. Da können wir mal schauen, wie viel PS das Ding hat. Können wir mal gucken, was der liebe Mitje da an Software machen kann. Obwohl ich die Software bei dem auch selber machen könnte. Vielleicht mache ich das sogar auch. Ne? Also ich kann ja selber die Software machen bei diesem Auto. Diesel ist ganz einfach, also ist kein Hexenwerk. Was hält ihr von der Idee und was sagt ihr dazu? Okay, ich habe denen auch nebenbei gesagt, weißt du was? Ja, also die Mutter hat ja ein neues Auto bekommen. Schönes Auto übrigens. Ist ein Adam, Opel Adam. Und ich habe gesagt, die nächste Inspektion, die geht voll auf mich. Ist ja klar. Also ich muss sagen, das Auto ist geil. Ich fand das Auto immer schon geil von Patrick. Der lässt sich richtig geil fahren. Okay, jetzt lässt er sich nicht fahren, aber... Und 140 PS. Ich habe den Wagen ein bisschen auseinandergenommen. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, ob der Zahnriemen in Ordnung ist. Das ist immer die Sachen, was man halt zuerst guckt. Zahnriemen ist in Ordnung, nicht abgerissen. Dann haben wir natürlich den Luftfilterkasten abgehoben. Ich habe da versucht, erstmal was reinzusprühen. Gucken, ob der läuft. Der läuft einmal und dann geht er wieder aus. Warum, weshalb, wissen wir immer noch nicht. Aber Sprit kommt an. Ich könnte dir auch mal vermuten. Weißt du was, wir machen das so. Vermutet mal, was das Ding haben kann. Reinsprühe, läuft er ganz kurz und dann geht er aus. Ihr könnt mal selber vermuten. Und dann schauen wir im Endeffekt, was das Ding hat. Und jetzt, die Leute sollen nicht mehr kommen mit hier, ich billigste, milligste. Die sollen erstmal für so ein Auto geschenkt kriegen, ja, will ich das sehen hier. Ja. Und weißt du, was das Geile ist, Özgür? Ich sag euch, das Geilste kommt noch die Tage. Seid gespannt, was wir die Tage euch noch zeigen werden. Diese Woche kommt noch ein Video Kundenstories. Das wird auch geil. Ich freue mich schon auf diese Reihe. Kundenstories. Hm? Schreibt doch bitte in die Kommentare, was wir mit dem Wagen machen sollen. Weil ihr seid genauso verrückt wie ich und kommen bestimmt voll die geilen Ideen. Lass uns überraschen, was deine Community sagt. Ich liebe Sira. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Bleibt gesund.